Alter, was geht ab, Leute, hier? Mal wieder mit einem Update zum zweiten Account. Hab die Woche echt geschwächelt mit dem. Kaum was gemacht. War sogar auf ein paar Klicker- und Scanner-Touren, aber hab den nicht mitgenommen. Beziehungsweise hatte ihn mit, aber hab ihn nicht ausgepackt. Schauen wir erstmal das Level an. Level 20 erreicht. Jetzt endlich passt das Level zu den Raid-Bossen, die er gefangen hat. Davor war es echt merkwürdig, so starke Pokémon zu besitzen. Aber jetzt hat er das Level, das er verdient. Nur noch 11.000, dann kommt Levelaufstieg. Kilometer. 13,7 Kilometer. Mit Ratini gegangen, 6 Bonbons. Dadurch, dass ich den halt nicht immer anhab, sammelt er auch sehr, sehr wenige Kilometer. Arenen. Eine müsste er haben, glaube ich. Ja, eine Arena hat er. Seit fast 3 Tagen. Ein Pantimos. Kriegt leider keiner. Moment, ich habe vergessen, bei den anderen Sachen gerade Screenshot zu machen. Hier und hier. So, was kann ich euch noch zeigen? Medaillen. Neues Update zu den Medaillen. Ups, oh mein Gott. Ich habe es ausgemacht, anstatt Screenshot zu machen. Hat 336 Stunden verteidigt, also Arenen laufen bei dem ganz gut eigentlich. Und ich würde sagen, der macht so viel mehr Arenen und Münzen als mit dem alten System. Beziehungsweise als hätte er es mit dem alten System gemacht. Ich weiß natürlich nicht. Aber mehr dazu gleich, wenn wir uns die Münze anschauen. Raids vielleicht. 12 Raids gemacht. Ich habe 2 verfallen. Letzte Woche hatte ich bereits einen verfallen lassen und dann diese Woche auch nochmal. Aber nur weil PTC und der ist PTC, hatte irgendwelche Serverprobleme und ich konnte mich nicht einloggen. Und als ich mich wieder einloggen konnte, gab es halt kein Raid mehr. Aber kann man nichts machen. Halb so wild. Dann Items vielleicht. 5 Lucky Eggs, wenn man Level 20 ist. 8 mal Incense. Und 5 Lockmodule, falls das jemanden interessiert. Und mehrere Inkubatoren, ich weiß jetzt echt nicht wie viele. Und hier ist ein Ladybar. Muss mal fangen hier. Alles klar. First Catch of the Day müsste das sein. Ja. Check mir die Pokémon. Ihr wolltet die Despoter sehen. Schneller Screenshot, das waren die stärksten Pokémon. So 7 Raid-Bosse. Aber ich habe noch andere gemacht. Carpador zum Beispiel oder Tyrocrock, sowas. Loblad habe ich glaube ich auch gemacht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns mal die Despoter an. Das erste Despoter, Level 20. Das ist fast Max für mein Level. So, der stärkste Despoter von mir. 2076. Schauen wir mal die Bewertung an. Ich habe noch nie auf die Bewertung geklickt. Take a look. Simply amazes me. Can accomplish anything. Defense strongest feature. Wow. Ich nehme an, das ist 15, Defense 15. Ja. Also 4 Despoter, ein Galaxo, ein Flamaga, ein Lapras. Ansonsten kommen wir zu den Münzen. Münzen. Hat er 680 Münzen. Heute hat er glaube ich noch nichts bekommen. Sprich 730. Womöglich. Er hat halt nur eine Arena. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme heute. Wahrscheinlich nicht. Und die hält schon 3 Tage. Also wird die wahrscheinlich auch nicht so einfach so gekickt. Aber vielleicht später auf dem Weg zur U-Bahn kann ich ihn irgendwo reinsetzen. Und dann kriegt er noch ein paar Münzen. 680 Münzen. Ich habe mir überlegt, ob ich wieder ein paar Abstimmungen halten soll. Euch entscheiden lassen soll, was er dann kauft. Ob ich Raid-Pässe kaufen soll mit ihm. Ein paar Raids machen soll. Oder Inkubatoren. Glückseier. Vielleicht sogar Incense. Hoffentlich nicht Incense. Oder halt Upgrade, Pokémon Storage oder Back Storage. Oder ihr wollt, dass ich ihn optimal spiele, so wie ich es machen würde. Dann kann ich das auch machen. Dann würde ich natürlich Back oder Pokémon Storage kaufen. Schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr das machen wollt. Wollt ihr ein bisschen abstimmen und da ein bisschen mitentscheiden. Oder soll ich den möglichst optimal spielen, so wie ich das machen würde. Ansonsten, 2 neue Pokémon hier. Also nicht neue, aber 2 Pokémon. Die fangen wir noch schnell. Ein Hornlio. Okay. So. Was ich noch vergessen habe zu zeigen, sind die Gesamt-EP. So. 250.000. Ist eigentlich nicht viel für 2 Wochen oder. Wie lange ist der jetzt schon aktiv? Welcher ist heute überhaupt? 16. 2,5 Wochen. 250.000 ist echt wenig, aber. Wie gesagt, wir lassen das locker angehen.
Die meisten EP macht er echt durch die Raids. 3000 am Tag ist echt nicht schlecht. Also ich merke auf jeden Fall einen Unterschied zu früher. Ich denke, jetzt geht es viel, viel schneller, aber ich glaube, ich mache dazu noch ein eigenes Video. Der Unterschied zu früher, wie viel EP man jetzt machen kann und wie leicht es ist. Es gibt so viele Sachen. First Throw, neue Pokémon, so viele neue. Da kriegt man extra 500. Pokéstops, die man noch nicht gedreht hat, 250. Also man kann... Und dann die ganzen Tagesboni und Wochenboni. Also man kriegt so viel extra EP. Das geht so schnell jetzt im Vergleich zu früher. Und natürlich halt auch viel, viel mehr Spawns als früher. Dementsprechend auch der Pokédex. Das ist, glaube ich, auch das, der Inhalt des Videos heute. 74 jetzt von 133. Echt viele neue Einträge diese Woche gehabt. Schauen wir mal kurz durch. Eigentlich nichts Besonderes. Echt nur so Mini-Sachen. So ein paar Entwicklungen habe ich jetzt gefangen. Taubos, Radikal. Ein Mankey, keine Ahnung. Das Lustige ist halt, er hat echt Lapras und Galaxo. Das waren, okay, Lapras nicht, aber Galaxo war eines der letzten Pokémon bei meinem Main-Account. Keine Ahnung, echt so Girafarig und so. Also echt einfach nur neue Einträge. Mal schauen, wie lange ich brauche. Wie gesagt, der wird ohne Map gespielt, um Pokédex zu vervollständigen. Aber ich mache mir da jetzt echt keinen Kopf. So, das war's. Kleines Update. Level 20 hat er erreicht. Viele neue Einträge. Münzen sammeln sich. Und ihr könnt entscheiden, was ich demnächst mit den Münzen machen soll. Schreibt das unten in die Kommentare, ob ihr das entscheiden wollt oder ob ich selber optimal spielen soll. Ansonsten mal schauen, hoffentlich zocke ich mit dem diese Woche mehr. Vor allem nächste Woche ist so eine Art Event. Schauen wir mal, wie viel wir da zocken werden. Und natürlich müssen wir uns überlegen, ob wir den mit nach Prag nehmen. Ob wir da viel mit dem zocken werden, ob sich das lohnt mit einem zweiten Account. Aber ansonsten war es das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und Serious Business.